das denn bitte schön mit Cheerleading zu tun? Könnt ihr mir das verraten? Ihr werdet ab sofort bei jedem Schulevent auftreten, auch wenn das unter meiner Würde ist. Ihr braucht dringend Übung. 2, 4, 6, 8 mit dem nächsten Zug Schachmatt. 6 und 7 und 8 und 9, deine Dame wird bereuen. Diese kritische und komplexe Frage ist der Knackpunkt für die Existenz des postmodernen Monsters. Monster High, eure Gegenargumente. Bla, bla, bla. Die Antwort ist schon da. Noch 7 Sekunden. Monster High, eure Argumente sind top. Ring, ring, ring. Der Ball muss durch den Ring. Was? Vom Cheerleader-Camp ist jemand hier, um uns zu begutachten? Oh, ich glaube, da sucht jemand deine Aufmerksamkeit. Heath Burns, uninteressant. Wenn doch Claude mal rübersehen würde. Oh, ich wette, wenn wir eine super steile Pyramide mit dir ganz oben aufbauen würden, würde er dich total bemerken. Hört mal, so weit seid ihr noch nicht. Hey! Frische Blutwurst! Kauft sie, solange sie noch warm ist. Oh, Blut! Oh. Das war echt krass. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Bam! Mega peinlich. Ich glaube, ein paar Kids haben das Video schon in Gruseltube gepostet. Du bist echt gemein. Und dich soll ich zum Geisterball begleiten. Dann lass es doch. Geh mit mir. Aber ich hab's Heath doch schon versprochen. Hey, Burns, wär's nicht besser, sie geht mit mir? Natürlich, Claude. Wo ist das Problem? Also abgemacht. Ich hol dich um 6 ab. Ja, gerne. So, so. Du gehst also mit meinem Bruderherz zu dem Ball. Na, zufrieden, Captain? Nein, im Gegenteil. Ich fühle mich in meiner Würde verletzt. Mein Ruf als Cheerleader-Captain ist total ruiniert. Schlimmer geht's wirklich nicht. Ich melde mich. Absender? Scary Murphy, Jammersee.